Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Expresso. Das ist eine kleine Zusammenfassung zu unserem Webinar zur Befragungsmüdigkeit. Mein Name ist Stefan Max, ich bin Customer Success Manager bei Questpack und bei mir ist die Eva Schneider. Magst du kurz was zu dir sagen? Ja, Eva Schneider, Employee Insights Expert und begleite Unternehmen beim Thema Mitarbeiterbefragung. So, und in unserem Webinar ging es heute um das Thema, wie halte ich die Befragungsquote hoch oder wie erhöhe ich die Beteiligungsrate bei Mitarbeiterbefragungen. Und da haben wir uns haben wir vier Punkte festgehalten, auf die es ankommt. Zum einen ist es die Kommunikation, das heißt, es ist total wichtig, die Mitarbeiter im Vorhinein vorzubereiten, dass eine Initiative stattfindet und vor allen Dingen warum. Wenn sie ihre Ziele und ihre Versprechen gut formulieren und ihre Mitarbeiter mitteilen, auf allen Informationskanälen, sprich Intranet, Mitarbeiterzeitung, E-Mail, Teamsitzungen etc. pp., dann laufen sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine gute Abschlussquote zu erreichen. Ja, im Webinar ging es auch um das Thema Fragebogengestaltung. Hier haben wir Ihnen einige Inspirationen mitgegeben. Wie können Sie mal so einen Fragebogen gestalten, der mehr ist als nur eine Matrixfrage, die sich auf allen Seiten wiederfindet? Also wie führen Sie Ihre Mitarbeiter motiviert durch die Befragung und anhand eines Live-Beispiels? Dann haben wir das Thema Befragungsrhythmus beleuchtet, weil das aus dem Konsumentenbereich bekannte Wort der Überfragung, das möchte ich natürlich im Mitarbeiterumfragenbereich auch vermeiden. Der Trend geht ja dazu hin, kleinteiliger und regelmäßiger zu befragen und wir beleuchten ein bisschen die Herangehensweise, wie schaffe ich es, eben die Schlagzahl zu erhöhen und trotzdem die Mitarbeiter zu motivieren, an Umfrageinitiativen teilzunehmen. Und das Credo ist im Grunde genommen, habe Fingerspitzengefühl beim Ausrollen von Initiativen und höre auf das, was die Mitarbeiter sagen und vor allen Dingen stelle Fragen, die für das Unternehmen und für die Mitarbeiter relevant sind. Ja, und zuletzt das Thema Mitarbeiter ohne E-Mail-Adresse. Wie erreiche ich die tendenziell, wo auch die Rücklaufquote eine geringere ist? Hier stellen wir Ihnen unsere Erfahrungen vor, die wir auch mit Zugängen über Smartphones und Tablets speziell für solche Mitarbeiter gemacht haben und wie können Sie da eine für Sie passende Lösung finden. Ja, schauen Sie sich's an, das Webinar auf YouTube, und nehmen Sie einige Inspirationen mit. Super, vielen Dank und auf Wiedersehen.